Nützlich, giftig, bunt. Das steckt in Pflanzen. Die Vielfalt, die Pflanzen bieten, also wirklich von Giftstoffen, die sie enthalten, aber auch andere Stoffe, die für uns nützlich sein können. Also die komplette Bandbreite an Inhaltsstoffen, die absolut verblüffend ist, um verschiedene Strategien zu entwickeln, die die Pflanzen über die Jahrhunderte, Jahrtausende entwickelt haben, um sich zu schützen. Die Pflanzen, die wir hier zeigen, enthalten verschiedene Stoffe. Einerseits sitzen wir hier am Tisch mit den Farbstoffen, die in Pflanzenteilen enthalten sind, entweder in Blättern oder in Blüten. Wir haben aber auch andere Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel die Giftstoffe aus typischen Pflanzen, die auf der Fensterbank sind oder auch im Garten vorhanden sind. Und da passt dann das Thema Botanica ganz gut mit unseren Passionsfaltern, die auf die Passionspflanze gehen. Und die Raupen dann diese giftige Passionspflanze essen, aber das sehr gut überleben, sich daran angepasst haben. Die Raupen wiederum werden dadurch selber giftig für andere Tiere, lagern das ein und selbst der daraus schlüpfende Schmetterling ist giftig und zeigt das auch anhand von Warnfarben. Also ein Passionsfalter ist meist schwarz und hat dann eine Warnfarbe wie Rot oder Gelb dabei. Das ist hier eine ganz tolle Möglichkeit, mal aus dem getrauten Wohnzimmer der Botaniker rauszukommen, hier tolle Sachen weiterzuzeigen, zu vermitteln, einen noch direkteren, sehr schnellen Austausch zu haben mit vielen, vielen Schülern und Kindern allgemein. Das ist echt fantastisch.